Diese Sendung widmet Ihnen 4WD, Internationales Allradmagazin und Botros Tours. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Alpin- und Umweltmagazins Bergauf hier auf Austria 9. In unserem ersten Beitrag gehen wir der Frage nach, ob es Hexen wirklich gibt. Nun ja, da scheinen sich ja bekanntlich die Geister. Aber sicher gibt's das Hexenwasser in Söll. Und was es damit auf sich hat, das sehen Sie nun. Gibt's eigentlich Hexen? Ja, die gab's zumindest in der Vergangenheit. Das waren zwei Schwestern, die im 16. Jahrhundert als Bäuerinnen auf zwei Höfen hausten und ihre Lebensweise brachten ihnen den Ruf als Hexen ein. Das war die Basis für das heutige Hexenwasser in Söll, das mittlerweile zur Touristenattraktion geworden ist. Ja, es ist eigentlich so, wie es früher war bei den Bergbahnen, dass nur Wanderer auf den Berg gekommen sind, haben wir uns gedacht, wir müssen eine Inszenierung machen. Und da haben wir im Jahre 2002 unser Hexenwasser gestartet mit den verschiedensten Stationen, insgesamt 60 Stationen, und wollten nicht nur den Wanderer, sondern die ganze Familie, vom Kleinstkind bis zur Urgroßmutter, auf unseren Berg ziehen. Und das ist uns mit dem Hexenwasser wirklich gelungen, weil wir einfach dementsprechend Angebote dafür haben, ob das die Bienen sind, die Simonalm oder das Feuer. Also wir sind bei den Elementen geblieben. Und was ganz wichtig ist, die Gäste können mitmachen, nach unserem Slogan staunen, begreifen, verstehen. Die Hohe Salwe, der höchste Punkt des Hexenwassers, hat mehr zu bieten als nur ein eindrucksvolles Panorama. Wir haben uns da beteiligt mit den Kirchl, damit wir da im Hexenwasser was Kulinarisches einbringen können. Und unser Highlight ist die Drehterrasse, die erste drehende Panoramaterrasse Österreichs, die Gäste gerne nehmen zum Frühstücken. Und natürlich der Sonnenuhrenweg, wo die Geschichte der Zeitmessung vermittelt wird. Die Bergbahn Söll hat hier oben wirklich viel geleistet und hat auch ein sehr gutes Einfühlungsvermögen durch die Geschäftsführung, naturverbunden, und sind die Sonnenuhren aus Stein gemacht worden und auch die Panorama-Aussichtspunkte, damit das wirklich super in die Landschaft passt. Diese drehbare Panoramaterrasse, wo man echte Tiroler Schmankerl genießen kann, erfreut sich natürlich großer Beliebtheit. Unweit davon liegt die höchstgelegene Wallfahrtskirche Österreichs. Rund um diesen Gipfel erstreckt sich der Sonnenuhrenweg, wo man auch auf die Wientafel trifft. In Hochsöll wurden in die Landschaft Dutzende Stationen gebaut, von denen viele betreut sind. Zentraler Punkt ist der 450 Meter lange Wasserweg vom Quellsprung beim Gasthof Hochsöll bis zur Stöckelalm, wo sich neben Erwachsenen auch Kinder sehr wohl fühlen. Erfrischendes Quellwasser auf den Füßen zu spüren oder einmal auf dem Floß unterwegs sein, ist ein echter Spaß. Ein weiteres Highlight ist ein 400 Jahre altes Bauernhaus aus Brixen, das im Hexenwasser wiederbelebt wurde. Auf der Simonalm haben wir jeden Tag ein Programm. Wir haben verschiedene Programmpunkte, angefangen vom ins Bauerngartl reinschauen, wo wir uns mit Kräutern, mit Blumen befassen, wo wir auch über das Ernten, über das Lagern, über das Einkochen, Konservieren, wo wir das alles besprechen. Und dann ganz toll ist das Kochen am Holzherd, wie man da sieht. Das ist manchmal so unsere Gäste narrisch gern. Es kommen auch Schulklassen zu uns. Und für die Kocherei, ja, da können wir halt bei Erwachsenen maximal 12 Personen haben. Und man muss ja auch ummelden für die verschiedenen Programmpunkte. Und es kostet natürlich auch eine Kleinigkeit. Aber nach dem Kochen, es ist ja so, ich koche ja nicht. Ich leite nur an und die Leute kochen selber. Und danach können sie das natürlich auch genießen. Über die sogenannte Hexenleiter kommt man zur Feuerstelle. Da kann man selbst sein Steckerlbrot backen. Bei der Feuerstelle geht es uns um das, dass Menschen einfach wieder mal Wald rausgehen, sich mal ums Feuer begegnen, den Wald ein bisschen genießen, die Ruhe genießen, die Tiere im Wald beobachten, unter anderem auch, so wie wir es jetzt da haben, an der Feuerstelle zusammenkommen, ein Brot backen
und die Wertigkeit von Lebensmitteln nochmal diskutieren und auch richtig miterleben, was das für Arbeit ist, dass man einmal ein Brot auf den Tisch hat. Eine Station befasst sich mit der Welt der Bienen, wo sich alles um die Honiglieferanten dreht. Wie es bei den fleißigen Brummern zugeht, dazu lassen sich die Imker Löcher in den Bauch fragen. Wenn es um Entspannung geht, kommt auch das Knatbecken ins Spiel. So werden auf natürlichem Weg die Reflexzonen der Füße angeregt. Mit diesem Angebot kann das Hexenwasser die Erwartungen von Jung und Alt erfüllen. Jetzt kommen wir zu einem Sommerthema, das jeder von uns kennt. Man sitzt gemütlich im Freien, an einem See oder im Gastgarten und dann kommen sie, die lästigen Gelsen, und setzen zum Angriff an. Aber davor kann man sich jetzt schützen, mit einem bewährten System, das es nun auch in Österreich gibt. Sommerzeit ist Gelsenzeit. Speziell in der wärmsten Jahreszeit schlagen diese lästigen Stechmücken immer wieder zu. Besonders dann, wenn man sich im Freien nahe einem Teich oder See befindet. So wird ein gemütliches Zusammensein arg gestört. Da nützt es auch nichts, wenn man diese Plagegeister vertreiben will. Wie kann man sie denn loswerden? So wie viele vielleicht glauben, mit dem Zigarettenrauch oder mit einem Zigarrenrauch ist es nicht möglich. Das ist ein Irrglaube. Es gibt mittlerweile sehr gute Möglichkeiten, sich vor Gelsen zu schützen. Es gibt auch ein neues Gerät am Markt in Österreich, das seit voriges Jahr am Markt ist. Und es ist ganz, ganz einfach zu bedienen und wehrt Gelsen sehr effizient ab. Diese Erfindung kommt aus den USA und hat sich dort schon millionenfach bewährt. Sie wirkt gegen Gelsen, Mücken oder ähnliche kaltblütige Blutsauger, die vorwiegend gegen die Windrichtung jagen. Das macht sich diese Moskitoabwehr zunutze. Welche Arten davon gibt es? Von dieser Produktlinie gibt es grundsätzlich zwei Arten. Ein sogenanntes Handgerät, das mobil ist, das kann man überall mit hinnehmen, wird sehr gerne von Jägern, Fischern verwendet und auch Terrassenlaternen und auch Campinglaternen. Diese Laterne wird für den Gebrauch im häuslichen Bereich und auch bei sonstigen Outdoor-Aktivitäten verwendet. Zu haben ist so eine Laterne entweder in grün oder schwarz und bildet eine Art unsichtbare Schutzglocke über Menschen. Dabei werden die lästigen Blutsauger vertrieben, aber nicht getötet. Mit wenigen Handgriffen ist Laterne oder Handgerät einsatzfähig und entwickelt innerhalb von 10 Minuten seine volle Wirkung. Noch ein letzter Kontrollblick, ob das Gerät gezündet hat oder nicht, dann setzt die Mückenabwehr ein. Sie benötigt weder Strom noch Batterie, sondern nur eine Glaskartusche und Wirkungsplättchen. Wie lange hält dann dieser Gelsenschutz? Grundsätzlich hält die Gaskartusche für 12 Stunden. In der Zeit verbraucht man 3 Wirkstoffplättchen. Wirkstoffplättchen ist optisch erkennbar, dass sie von blau zu weiß färben und der Wirkbereich ist ca. 20 Quadratmeter groß. Damit wird eine Outdoor-Party oder ein gemütlicher Abend im Freien wieder zu einem echten Erlebnis. Und die lästigen Störenfriede werden dauerhaft vertrieben. Für Österreich ist der Tourismus ganz wichtig, das wissen wir. Aber was braucht man heutzutage, um bei Gästen zu punkten? Nicht nur eine intakte Natur, sondern auch Hotels zum Wohlfühlen. Die Gäste werden immer anspruchsvoller. Deshalb haben wir ein solches Hotel besucht, das zur gehobenen Kategorie zählt. Warum ist Österreich als Tourismusland so beliebt? Ganz einfach, weil auch die Hotellerie in den letzten Jahren mächtig aufgerüstet hat und mittlerweile Übernachtungsmöglichkeiten bietet, die im internationalen Vergleich gut dastehen. Wir haben uns so ein Hotel einmal genauer angesehen, um herauszufinden, ob das der Realität entspricht. Wir begaben uns nach St. Johann im Pongau, wo wir im Sporthotel Alpina im Alpendorf eincheckten. Ein Hotel, das sich als Familienherberge sieht. Ja, wir sind ein Familienhotel, wir waren immer ein Familienhotel. Wir haben viele Kinder im Haus, wir haben große Zimmer, wir haben vor dem Hotel einen schönen Spielplatz. Wir machen einen Miniclub, wo wir den ganzen Tag Betreuung machen. Da machen sie den ganzen Tag unsere Damenprogramme mit den Kindern, da wäre kein langweilig. Und wir haben selber eine schöne Familie und darum glaube ich, ist das ganz gut. Dieses Hotel gehört zur 4-Sterne-Kategorie mit dem Anhang Superior. Das zeigt sich bereits in den Zimmern, wo viel Liebe zum Detail sichtbar wird.
Wie lange gibt es diese Luxusherberge schon und warum nennt es sich Sporthotel? Das Hotel gibt es seit 1972, war natürlich damals ganz anders als heute. Und Sporthotel aus dem Grund, weil wir einfach neben der Skipisten sind im Winter, im Sommer Wanderungen, Radl fahren, Tennis, wir haben Tennishalle im Haus, Squash, Golf. Also wir sind ein sehr sportliches Hotel und man kann bei uns sehr viel aktiv machen. Welche Aktivitäten können da speziell im Sommer gestartet werden? Also bei uns ist es natürlich günstig für Ausflugsziele. Wir haben Eisriesenwelt, Liechtenstein, Klamm, sehr viele Sachen in der Gegend, was man sich anschauen kann, Sightseeing. Und dann natürlich Wanderungen vom Haus aus, auf für den Berg, mit der Gondelbahn kann man auffahren und oben rumwandern. Da haben wir auch noch den Geisterberg, was für die Familien sehr schön ist. Dann mit Mountainbikes und für die, die was nicht ganz so sportlich sind, haben wir natürlich auch E-Bikes. Da können wir uns überall aufführen und auch wieder zurück. Das passt ganz gut. Ein Hotel der gehobenen Klasse muss natürlich auch mit einem Wellnessbereich auftrumpfen. Denn der Trend zum Wohlfühlurlaub verstärkt sich laufend. Ja, wir haben vor 10 Jahren schon unser Wellnessbereich neu gebaut und wir sind auf die Schiene gegangen. Wir haben ein Asian Beauty und Spa, also die ganzen Anwendungen alles auf asiatisch, mit der asiatischen Linie. Da machen wir Thai-Massage, Ayurveda, Hot Stone Therapie, Shiatsu und die ganzen Geschichten und natürlich auch klassische Massagen. Und dann haben wir natürlich eine sehr schöne Saunalandschaft mit 7 verschiedenen Saunen, ein Hallenbad, ein tolles Fitnessstudio, wo wir einen eigenen Trainer angestellt haben. Der macht noch Wellnessprogramme von der Rückenschule angefangen bis über Wassergymnastik. In diesem weitläufigen Bereich, der sich Asian Beauty und Spa nennt, kann man einige echte Highlights genießen. Beispielsweise das duftende Kräuter- oder Blütenbad oder Entspannung in einer großen Perlenmuschel. Zu einem Wohlfühlerlebnis gehört auch eine entsprechende Kulinarik. In der Küche kommen beispielsweise zu Fischgerichten Kräuter aus dem eigenen Kräutergarten. Das garantiert echte Frische. Gutes Essen macht Laune. Unter den Gästen entdeckten wir auch Ex-Fußballprofi Toni Polster. Warum war er dort? Ja, gut essen, viel reden, gut trinken und ein bisschen, wenn wir dann am Schluss singen. Das tat er auch ausgiebig. Es herrschte eine Atmosphäre wie auf einem Popkonzert. Toni rockte und das Publikum war begeistert. Da war die Stimmung am Höhepunkt. Wir verlassen nun das Sporthotel Alpina mit dem Eindruck, dass sich die heimische Hotellerie auf hohem Niveau befindet. Nun behandeln wir ein Umweltthema, und zwar die erneuerbaren Energien. Das ist mittlerweile ja weit mehr als ein Schlagwort. Das haben wir uns genau in München auf der Intersolar, der größten Fachmesse in diesem Bereich, genau angesehen. Erneuerbare Energien sind ein Thema unserer Zeit. Das bewiesen ständig steigende Besucherzahlen bei einschlägigen Messen mit dieser Thematik. Die weltweit größte davon, die sich mit Solartechnik beschäftigt, ist die Intersolar in München. Da verwundert es nicht, dass hier auch österreichische Unternehmen groß vertreten waren. Eines davon ist ein in Wels angesiedelter Betrieb, der mittlerweile international agiert und sich auch in Sachen Photovoltaik einen Namen gemacht hat. Also Fronius war ja einer der ersten, der sich mit dem Thema Photovoltaik beschäftigt hat. Wir haben also 1993 damit begonnen, also die ersten Wechselrichter zu bauen. Wir sind ein Leistungselektroniker von der Kompetenz her. Das beherrschen wir, das können wir. Die nächsten Schritte werden sein, also diese Energie nicht nur ins Netz einzuspeisen, die elektrische Energie, sondern auch speicherbar zu machen. Und der nächste Schritt wird eben sein, also Speicher zu entwickeln, intelligente Speicher, wo wir eben also die Energie aus der Photovoltaik, die wir tagsüber gewinnen, speichern und dann eben am Abend, in der Nacht dann auch entsprechend aus dem eigenen Speicher wieder verbrauchen. Das bedingt nicht nur eine moderne Regeltechnik, sondern auch ein innovatives Energiemanagement. Da geht es darum, einen möglichst hohen Automatisierungsgrad zu erreichen, um damit möglichst effizient mit Energie umzugehen. Dazu gibt es bereits Ideen. Fronius versucht seit vielen Jahren, den Sprung zur erneuerbaren Energie und zur Energieunabhängigkeit zu schaffen. Die Sonne als unerschöpflicher Energielieferant ist hierbei eine der besten Quellen. Mit intelligenten Zählern, mit Energiemanagement versuchen wir, diesen Strom nicht nur zu Zeiten, wo die Sonne verfügbar ist, zu nutzen, sondern auch vom Tag in die Nacht zu verschieben, beziehungsweise vom Sommer in den Winter. Und wir versuchen hier mit intelligenten Geräten dies auch zu verwirklichen.
Das klingt ja alles gut, aber wie soll das dann in der Praxis funktionieren? Wie kann man sich das als User vorstellen? Das Energiemanagement funktioniert folgendermaßen. Ich habe einen intelligenten Zähler und einen Wechselrichter. Der Wechselrichter kommuniziert mit dem intelligenten Zähler. Dieser intelligente Zähler kann dann feststellen, wie viel Strombedarf ich habe und wie viel Strom aus der Eigenproduktion ich im Moment von meiner Photovoltaikanlage zur Verfügung habe. Es können dann intelligente Verbraucher wie zum Beispiel Elektroautos, Waschmaschinen, Geschirrspüler zu- oder abgeschaltet werden und der Energiemanager managt eben dann diese Zu- und Abschaltung der Geräte. Damit könnte sich der einzelne Verbraucher von fossilen Brennstoffen weitgehend befreien. Wie weit ist die Photovoltaiktechnik bereits entwickelt oder kommen da noch weitere Innovationen? Die Photovoltaik ist eigentlich schon über 100 Jahre alt, man hat sie nur nicht weiterentwickelt, wie dazu mal zum Beispiel in Ottomotor oder sonstige Dinge, aber grundsätzlich ist eine alte Technologie. Sie kommt jetzt, speziell nach Fukushima, relativ als Modewort in der Technik wieder auf. Und wir müssen jetzt einfach schauen, dass man die Sensibilität der zukünftigen Nutzer, dass man die in die Produktreihe auch hinbringen. Das heißt, wir müssen Produkte schaffen, die nicht nur den Slogan haben, es ist sowieso zu teuer, sondern wir müssen Produkte schaffen, wo der Kunde sagt, wenn ich mir das anschaffe, dann ist zum Beispiel ein Rohstoff für meine ganze Lebens- und Produktlebensdauer und eigentlich gesichert, zu einem gesicherten Preis, das heißt gratis. Die Photovoltaiktechnik wird nicht nur gebaut, sondern auch gehandelt. Das geschieht auf einer Internetplattform, wo gewerbliche Kaufinteressierte und Anbieter zusammenfinden. Ja, wir versuchen eben über unsere Plattform mehr Transparenz in den Markt zu bringen. Das heißt, wir sehen, dass der Markt mehr und mehr Hersteller hervorbringt und dadurch wird natürlich auch die Anzahl an den Modulen immer größer auf dem Markt. Und über die Plattform kann man sich einfach sehr leicht innerhalb von kürzester Zeit einen Überblick verschaffen. Zum einen, was es am Modulangebot überhaupt gibt und zum anderen, wo sind die Preise für die einzelnen Modultypen. Und das kann man eigentlich, wenn man auf die Plattform geht, innerhalb von kürzester Zeit auf einen Klick sozusagen erkennen. Geschäftskunden finden da viele Angebote, und zwar sogar weltweit. Dieser Online-Handelsplatz bietet viele Möglichkeiten für die beteiligten Gruppen. Welche sind das? Auf der Plattform können wirklich nur Geschäftskunden Zugriff bekommen. Das heißt, Hersteller, Distributoren, Installateure sind die Hauptkundengruppen und der Endkunde kann die Plattform nicht, kann nicht direkt auf die Plattform zugreifen. Anbieter, Händler und Heizungstechnikfirmen treffen da aufeinander. Aber wie funktioniert nun die Online-Plattform? Kann man sich das wie eine Börse für Solartechnik vorstellen? Ja, es ist so ähnlich, muss man sich das vorstellen. Also es ist wirklich wie ein Marktplatz, wo alle Leute zusammenkommen, die was verkaufen wollen, die was kaufen wollen. Und es ist überhaupt nicht festgelegt, wer was kauft oder wer was verkauft. Das obliegt wirklich vollkommen dem Kunden. Das heißt, wir haben auch Installateure, die als Verkäufer auftreten, weil sie entweder zu viel gekauft haben oder weil ein Projekt, für das sie Ware eingekauft haben, jetzt durchgefallen ist und dann ist der Installateur Verkäufer. Oder wir haben auch Distributoren, die wie gesagt auf beiden Seiten auftreten, die als Käufer und als Verkäufer auftreten. Was wir logischerweise selten haben, ist Hersteller, die dann von anderen Herstellern ihre Module bei uns einkaufen. Aber es ist wirklich so, dass jeder auf der Plattform kaufen oder verkaufen kann, wie es ihm gerade beliebt. Also wir beschränken das in keinster Weise, solange es ein Geschäftskunde ist. Wenn also da viel gekauft und verkauft wird, spielen ja auch die Preise eine bedeutende Rolle. Gibt es da Hilfe, um sich bei den Preisen einen Überblick zu verschaffen? Ja, also wir veröffentlichen auf verschiedenen Presseseiten, auf verschiedenen Plattformen veröffentlichen wir unseren Preisindex. Das heißt, das ist wirklich ein Preisindex, der bei uns generiert wird, sodass wir quasi aggregieren, was bei uns an Transaktionen gelaufen ist. Und dann kann man genau erkennen, wo die Preistrends hingehen. Und diese Preisinformationen können Sie auf verschiedenen Webseiten oder Pressepartnerseiten abrufen. Diese Plattform funktioniert also wie eine Aktienbörse, nur wird dort mit Solartechnik gehandelt. An diesem Beispiel sieht man, wie dynamisch sich die Technik der erneuerbaren Energie entwickelt. Da wundert es auch nicht, dass die Intersolar auch heuer wieder einen neuen Rekord an Ausstellern und Besuchern verbuchen konnte. Erst vor kurzem war im oberösterreichischen Kleinzell die gesamte Weltelite der Mountainbiker versammelt. Da ging es auch um den Europameistertitel. Da waren natürlich spannende Rennen schon vorprogrammiert. Der heurige Granitmarathon, der im oberösterreichischen Kleinzell über die Bühne ging, war ein echtes Highlight der Mountainbike-Szene. Ein internationales Starterfeld, wo praktisch alle Asse vertreten waren, garantierte ein spannendes Rennen.
Der Wettergott schickte zwar dichte Wolken, aber es blieb trocken. So wurde diese Europameisterschaft der Mountainbiker nicht die befürchtete Hitzeschlacht. Start. Die Route führt über Stock und Stein durch 10 Mühlviertler Gemeinden. Natürlich musste auch der Granitsteinbruch passiert werden, der dieser Veranstaltung den Namen gibt. Am Ende gab es Sieger, die sich den ersten Platz hart erkämpfen mussten. Beispielsweise bei den Damen, wo die Streckenlänge auf 80 Kilometer verkürzt wurde. Der Sieg ging an die Finnin Pia Sundstedt mit 4 Minuten Vorsprung auf die Britin Sally Pörke. Ich habe das erste Mal die EM 2005 gewonnen, 2 Silbermedaillen, eine Bronze letztes Jahr und jetzt dieses Jahr Gold, ist sehr schön. Ha? Die Männer hatten eine 100-Kilometer-Schleife zu bewältigen. Da war die Konkurrenz entsprechend hart. Erst auf den letzten Metern setzte sich der Russe Alexei Medvedev gegen den Finnen Luca Vastaranta durch. Gleich nach der Zieldurchfahrt war ihm die Erschöpfung deutlich anzusehen. Heute war das ein sehr harter Kurs für mich, weil es keine langen Bergpassagen gab, die ich mag. Und ich bin sehr glücklich darüber, weil ich meine Strecke kenne. Wie bilanziert der Granitland-Obmann diese Veranstaltung? Ich bin absolut zufrieden, es ist alles gut gelaufen, es sind Top-Leistungen erbracht worden. Das Ganze rundherum, also für den Athleten und für den Zuschauer, war es ein Highlight. Und ich bin stolz, dass wir dies in Glenzell ausrichten dürfen, die Europameisterschaft. Und blicken aufgrund dieses Ergebnisses, dieses gesamte Ergebnis seitens der Organisation Richtung Weltmeisterschaft. Kann das bedeuten, dass Glenzell vielleicht bald eine Weltmeisterschaft austragen kann? Bald weiß ich nicht, aber wir werden es jetzt einmal anstreben, in diese Richtung zu gehen, ausloten, welche Kriterien hier erfüllt werden müssen, können wir diese erfüllen in unserer Region und dann werden wir uns offiziell bewerben. Mit diesen Aussichten wird es künftig im Raum Glenzell wohl noch viele interessante und hochkarätige Rennen geben. Unser letztes Thema heute betrifft den sogenannten Marktplatz der Lebensnetze. Da geht es darum, dass die Wirtschaft und soziale Organisationen gemeinsame Geschäfte machen. Da geht es nicht ums Geld, sondern um andere Werte. Aber sehen Sie selbst. Bereits zum dritten Mal trafen sich beim Marktplatz Lebensnetze in Linz gemeinnützig soziale Organisationen und Wirtschaftsunternehmen aus ganz Oberösterreich, um besondere Geschäfte abzuschließen. Mit Herz und ohne Geld verhandelte man Sachspenden, Man-Woman-Power, Know-how, Zeit oder Dienstleistungen in bunter Marktplatzatmosphäre. Nach Ende des Handelns gab es einen neuen Rekord. 181 Vereinbarungen um einen geschätzten Gegenwert von fast 315.000 Euro. Wenn man sieht, wie das sich entwickelt hat, von ursprünglich knappe 100 Vereinbarungen, heute erwarte ich mir an die 150 Vereinbarungen. Wir hatten noch nie so viele Unternehmen hier, Marktplatz 57 an der Zahl, und auch die gemeinnützigen Organisationen bieten einiges an Gegenleistungen an. Daher glaube ich, wird es eine Win-Win-Situation für beide Seiten, die hier die Vereinbarungen treffen. Und Landeshauptmann Dr. Josef Büringer fragten wir, warum er diese Aktion unterstützt. Hier wird gehandelt, so quasi ohne Geld, aber mit großem Wert. Ich finde es gut, dass menschliche Ressource, dass Leistung eines Unternehmens, in welcher Form auch immer, für das soziale Oberösterreich und damit für die Menschen in unserem Land zur Verfügung gestellt wird. Es wird damit deutlich, dass Gutes tun einen großen Wert hat. Der Präsident der WKO Oberösterreich steht uns als Hausherr Rede und Antwort. Mit dieser Veranstaltung Lebensnetze zeigt die Wirtschaft letztendlich, dass sie auch großes Interesse hat, hier Netzwerke mit der Allgemeinheit, mit der Gesellschaft zu bilden und zu verknüpfen. Warum beteiligen sich Unternehmen an diesem Markttag? Ich glaube, wenn es einem Unternehmen gut geht, dann sollte das Unternehmen auch Gutes tun. Es geht uns gut, also tun wir Gutes. Wir finden das eine ausgezeichnete Idee und der Hauptgrund ist natürlich, ja, weil Helfen Freude macht, ja, und wir sind schon jetzt das dritte Jahr vertreten. Und was haben die Pfadfinder beim Markttag zu bieten?
Die Pfadfinder sind ja die weltweit größte Kinder- und Jugendbewegung und da können wir genau das bieten, was wir besonders gut können, nämlich pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Also zum Beispiel ein Kinderfest für Firmen, das ist ein ganz besonderer Anlass und da können wir etwas bieten. Das war's schon wieder für diesmal. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas Interessantes dabei und ich darf mich jetzt im Namen des gesamten Teams von Ihnen verabschieden und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder zusehen, wenn es heißt Bergauf. Diese Sendung widmete Ihnen 4WD, Internationales Allradmagazin und Botros Tours.